Als Jäger habe ich eigentlich immer ein Messer im Auto dabei. Als Verkehrsteilnehmer muss ich damit rechnen, dass ich im Falle eines Wildunfalls ein Tier schnell tierschutzgerecht töten muss. Wenn es nach dem Willen der Bundesregierung und ihrem Sicherheitspaket geht, habe ich ein Problem, denn ich habe ein Messer dabei. Ich habe womöglich eine Ordnungswidrigkeit begangen, verliere meine Zuverlässigkeit und am Ende womöglich meinen Jagdschein. Denn hier befinde ich mich in einer Sicherheitszone auf einem Bahnhofsgelände. Liebe Jägerinnen und Jäger, nach den entsetzlichen Taten von Mannheim, Solingen und München plant die Bundesregierung jetzt eine Verschärfung des Waffengesetzes. Im Zentrum stehen dabei Messerverbote. Das Problem ist allerdings wieder einmal purer Aktionismus statt wirklicher Ursachenbekämpfung. Das sogenannte Sicherheitspaket wird keinen Zugewinn an Sicherheit bringen. Stattdessen werden wieder einmal rechtstreue Bürger gegängelt. Wir haben in Deutschland kein Regelungsproblem, wir haben ein Vollzugsproblem. Die jetzigen Regelungen zur Bekämpfung von Messerkriminalität und Extremismus sind gegeben und vollkommen ausreichend. Jetzt soll es bundesweite Messerverbotszonen geben, die sogar von den Kommunen ausgeweitet werden können. Oder wenn ich mich im Zug bewege und dieses kleine Messer dabei habe, weil ich meinen Enkeln einen Apfel schälen will, habe ich ein Problem. Machen wir uns nichts vor. Kriminelle, Terroristen werden sich nicht von solchen Verbotszonen abhalten lassen. Wir fordern die Bundesregierung auf. Packen Sie das Übel bei der Wurzel. Stärken Sie die Waffenbehörden. Stärken Sie den Vollzug. Nicht die legalen Waffenbesitzer, die rechtstreuen Bürger sind das Problem, sondern diejenigen, die illegale Waffen besitzen und in der Hand halten. Liebe Jägerinnen und Jäger, unter dem Dach des BZLL mit der Unterstützung des DJV startet eine Petition, in der wir uns gegen dieses unsinnige Sicherheitspaket aussprechen. Wir fordern Sie, wir fordern euch auf, zeichnet diese Petition, unterstützt uns dabei. Wir lehnen dieses unsinnige Sicherheitspaket der Bundesregierung ab, denn wir sind rechtstreue Bürger und wir sind keine Terroristen.